dass wir existieren jetzt doppelt? Ja, bis wir heute Abend das Time-Pod klauen. Klauen ist ein so hartes Wort. Wie wäre es mit für eine Probefahrt aus? Ach, du wolltest es also zurückbringen. Genau. Und dann wurde es uns geklaut. Ja, so ist es doch. Faszinierend, wie du die Geschichte je nach Bedarf änderst. Geschichte wird nun mal von Gewinnern geschrieben. Und wir sind einer. Wieso denkst du, dass sich unsere Vergangenheits-Ichs wieder genauso verhalten werden? Ganz einfach. Weil wir nicht nach dort unten resettet wurden, sondern hierhin. Heute Abend, in der vergangenen Zeitschlaufe, hat nur ein McChronicle existiert. Der auf Elysium. Der andere hatte ja das Timepod geklaut. Und da dessen Erinnerungen jetzt in meinem Kopf sind, ist wohl davon auszugehen, dass der da unten leer ausgeht. So viel zu ganz einfach. Okay. Wie kommen nur diese neuen Zeitresets zustande? Das wüsste ich auch gern. Irgendwer benutzt offenbar die Kurbel am Chronokar. Leider haben wir hier oben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Wenn du das sagst, klingt das so negativ. Okay. Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreimen. Tu das. Es macht ja eh keinen Unterschied. Also, diesmal hat sich's nicht aufgehängt. Das heißt, wir können jetzt in den Fahrstuhl. So, pass auf, wir haben nämlich einen Schlägel. Und jetzt gehen wir mal zum ältesten Rad. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum ältesten Rad, nicht zu betreutes Wohnen. Okay, was haben wir denn hier? Ein Roboter, der Drinks mixt. Einen Drink. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Erstmal mitnehmen. So, ältester Quatre. Versteh einer diese Elysianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne! In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Okay, wir brauchen 10.000 Spaßpunkte. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Okay, was haben wir denn noch? Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Sehr schön. Okay. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Das bringt uns auch nicht viel. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Ja, super.
Okay, guck mal hier, Bällebad. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus, oder? Die Leselampe. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Können wir mit der vielleicht das Wachs schmelzen? Bilde ich mir das ein, oder sind die Bälle gerade noch ein Stück wachsiger geworden? Ja, nicht. So, Echsenhaut. Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Tja, können wir ihm die vielleicht geben? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Okay, ich glaube, mehr ist hier nicht, oder? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal woanders hin. Mal gucken, was wir noch so sammeln können. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Da wollte ich nicht hin. Oh oh. Ich sehe Küken und Rotlicht. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Aua, heiß! So, das können wir doch jetzt bestimmt oben dann austauschen. Was haben wir hier? Noch eine Klappe? Datasettenfach. Alles hier erinnert mich an Gold. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Was sind das hier eigentlich für komische Tiere? Streicheltiere? Ein Streichelzoo? Puh, Bedürfnisse haben die Leute. Erstmal umgucken, ob auch keiner guckt. Können wir den hier auch streicheln? Okay, an der Schüssel können wir nichts machen. Wollpatter-Dinge, was ist Generator? Komischer Generator? Keine Ahnung. Okay, hier fehlen uns eindeutig noch ein paar Sachen. So, wer ist er denn? Ältester Deux. Was für eine Weichbirne. Gibt es denn hier keine richtigen Verantwortlichen? Bist du einer von den Ältesten? Ja, aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Na, weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. So, jetzt können wir hier noch lang. Oder da lang. Gehen wir erstmal hier lang. Mal schauen, was da noch zu erkunden gibt. Die 10.000 Punkte kriegen wir ja wahrscheinlich nicht. Okay. Hier ist eine Klinge. Und eine Klappe. Schon wieder so ein Datasettenschlitz. Mit denen können wir nicht reden. Ältester Trios. Ja, schauen wir mal an. Dass einer dieser Ältesten ist? Alt ist er jedenfalls schon mal. Probieren wir mal, ihn zu überzeugen. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Aha. Wurstfingwurst. Wurst Things Wurst. Der Automat für ihr persönliches Wurst-Case. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Okay, Worst Case. Sehr schön.
Aber mehr ist hier, glaube ich, auch nicht, oder? Habe ich was übersehen? Nein, die Klappe, das passt. Jetzt können wir hier lang. Alter, wie groß das hier auch ist. Ach, guck mal. Oh, ein Ballon. Bald ist die rosafarbene Stampede komplett. Reden wir mal mit ihm. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Können wir dem vielleicht was drüber kippen? Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Ich bin sicher, dass er in die richtige Richtung läuft. Vielleicht wird zu Wachs. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Oder hier die Echsenhaut. Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Okay, jetzt können wir da noch rein. Da kommen wir wieder zum Streichelzoo. Und gehen wir da rein. Warum nicht? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Okay, hier gibt's auch nichts mehr. Jetzt kommen wir hier wieder an. So, ich möchte jetzt gerade nochmal ganz kurz hier hin und würde gerne die hier austauschen. Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schaffen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. So, dafür haben wir jetzt einen Alu-Reflektor. Versteh einer diese Illusioner. Erst waschen sie... Ja, okay, hatten wir. Und Stroh. So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Wer wird denn gleich rot werden? Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Okay, dafür haben wir jetzt Stroh. Ich weiß nicht, vielleicht können wir mit dem Stroh ja die Tiere füttern. Hier? Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Tja, was könnten wir denn jetzt mit Stroh machen? Stroh in dem komischen Alu-Reflektor? Die Pfanze und da ist das untere Schleusen, da kommen wir nicht weiter. Können wir nicht hier... Okay, wir müssen zum Computerkern. Da ist noch Musik. Leider kenne ich die Noten nicht. White Key? Da wurde wohl bei der Übersetzung geschlampt. Ich kenne nur eine Methode, um Zähne zu bräunen. Dafür benötige ich Wenzels Zahnbürste. Das ist zwar kolossaler Unsinn, aber gut zu wissen, dass ich für den Fall der Fälle immer noch das Stroh im Hinterkopf habe. Sehr schön. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Okay, pass auf. Hier hin. Gehen wir mal zu denen. So, wollt ihr ein bisschen Echsenhaut? Wie wär's mit Echsenhautvorhängen? Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Bett gegeben. Okay, pass auf. Ein Alu-Reflektor. Nein, danke. Alles, was wir brauchen. Und... Ach, Tenna. Möchtet ihr vielleicht Stroh? Nein.
Nein, danke. Und Gott. Tja, tja,